Oh, komm rein da. Okay, egal, Jolo, krieg den. Oh, easy, krieg den. Okay, jetzt geh auf den anderen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf MCSG. Wir spielen heute die wundervolle Map Survival Games Highway. Und mir war gerade richtig nach MCSG und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mal eine Runde hier aufzunehmen. Boah, nein, ich habe das Schwert, okay, na gut. Dann ist ja alles gut. So, Schwert auf die 3 machen, so. Ja, meine Hände sind, by the way, richtig kalt, deswegen klicke ich langsam. Sorry, Mori, aber ist so. Ist so, kann ich jetzt nicht dran ändern. Aber auf jeden Fall mag ich diese Map unglaublich gerne, weil das PvP hier richtig krass sein kann. Zum Beispiel haben wir jetzt hier schon mal den ersten gekillt, der hat auch ein Steinschwert, das ist natürlich doof und jetzt haben wir es ihm weggesnackt. Naja, so, da sind noch ein paar Leute. Ich zeige euch mal meine richtig geile Chest Loot hier. Die ist nämlich echt ziemlich gut eigentlich. Und zwar ist da vorne eine Doppeltier-2 und dann noch richtig viele andere Tier-2s, die ich euch hoffentlich zeigen kann. Erstmal esse ich jetzt ganz schnell was und dann hole ich mir ganz, ganz schnell die Tier-2. Also ich bräuchte einen besseren Helm. Ich bräuchte eigentlich alles aus Eisen, das wäre schon ziemlich geil. Mal auf jeden Fall eine bessere Hose und einen besseren Helm. So, und dann kommen wir da mal rein. Was haben wir hier so? Einen Bogen haben wir. Und ansonsten haben wir eigentlich gar nichts anderes so, also nichts Besseres wirklich. Dann mache ich mal das hier alles nach oben, zack, 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 zack. Zwei, da und wieder nach oben, so. Und dann können wir hier auch schon mal weiterlaufen, ja. Wenn ihr fragt, warum ich gerade auf MCSG spiele, keine Ahnung, mir war einfach gerade so danach. Und ich weiß, dass da oben eine Tier-2 auf dem Baum ist, aber da gehe ich eigentlich nicht so oft hin. Zeige ich jetzt lieber hier noch ein paar Tier-2s. Und zwar, oh, da kommt jemand, oh ne, da kommt gar nicht. Den würde ich gerne töten. Bräuchte ich vielleicht ein paar Tier-1s, weil ich will unbedingt eine Angel haben. Weil der Angeltrick funktioniert hier noch, für die, die es nicht wissen. Ich gehe mal hier in das Haus rein und hoffe einfach, dass mir keiner hinterherkommt. Sieht nicht so aus. Ich glaube, da unten bei der Tier-2 war schon jemand. Ah, nee, war noch gar keiner. Geil. Da hätten wir jetzt nämlich schon genau das Zeug, was wir brauchen. So. Ich habe einfach Goldschuhe ausgezogen und andere Goldschuhe angezogen. Das hat's voll gebracht eigentlich. Naja. So, ein Eisenschwert könnten wir uns auf jeden Fall machen. Und wir haben Feuerzeug, das ist eigentlich echt nice. Vielleicht bräuchte ich noch eine Angel, das wäre so das Einzige, was mir noch auffallen würde, oder was mich ärgert. Mir ist aufgefallen, ich habe vorhin den Sound hier ein bisschen ausgehabt, weil es genervt hat. Jetzt mache ich mal wieder ein bisschen an, weil, naja, man hört ja die Blitze immer, wenn jemand stirbt, oder die Kanone, das soll ja eine Kanone sein, so wie im Film halt. Und, ja, deswegen, keine Ahnung, gehört halt dazu irgendwie, mache ich mal wieder an. So, ich habe so viel Crap im Inventar, ich kann gerade gar nicht reden, weil ich so behindert bin. So, dann zeige ich euch hier nochmal was richtig cooles, und zwar wenn ihr den Schalter umlegt, könnt ihr hier runter gehen. Ja, da unten ist eine richtig krasse OP-Chest-Route eigentlich, und hier unten ist halt an sich eine ziemlich OP-Route. Wir sind, soweit ich weiß, eine Tier 1 und zwei Tier 2s, und hier kommt halt eigentlich nie jemand hin. Auch wenn es jetzt hier gerade ein bisschen dunkel ist, und zwar ist hier eine Tier 1, ja, hier ist eine Tier 1. Dann ist hier aber auch, glaube ich, eine Trap-Chest irgendwo, vielleicht kann ich euch die zeigen. Erstmal noch daran. So, da hätten wir hier nochmal ein bisschen gutes Zeug, so. Tauschen wir nochmal so. Und hier dürfte jetzt diese Trap Chest sein. Und wenn man die aufmacht, dann fällt man da runter. Und man muss halt von diesem Punkt aus aufmachen, sonst kriegt man sie nicht auf. Und jetzt haben wir noch eine Eisenhose, das ist natürlich richtig geil. Und ich spamme jetzt hier mal meinen ganzen Crap rein, den ich nicht so wirklich brauche. So, jetzt Eisenhose anziehen. Und zwei Feuerzeuge haben wir, das ist natürlich geil. Und dann gibt es hier einen Schalter, da könnt ihr einfach aufmachen. Und dann seid ihr wieder in dem Haus hier, das ihr ja von vorhin schon kennt, wenn ihr aufgepasst habt. Wenn nicht, dann hier ist halt das Haus wieder. So, das noch da so. Und ja, das war so eigentlich von meiner Chestroot. Und es leben auch nur noch 8 Leute. Ich dachte, das wird mal richtig intensiv hier. Aber es waren noch gar nicht so viele Kills dabei. Ich glaube, ich habe einen Kill erst gemacht. Naja, es passt schon. Wenn ich jetzt eine Angel hätte, wäre es natürlich richtig geil, weil, wie gesagt, Angeln funktionieren hier halt noch. Ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal zum Spawn. Ich kann ein Eisenschwert machen. Kein Dierschwert leider, aber immer ein Eisenschwert, und das ist ja schon mal was. Ja. Passt schon, oder? So, dann gehen wir mal hier hoch. Blätter weg und... Vielleicht ist ja auch jemand am Spawn. Vielleicht ist da sogar ein Viererteam, dass man ein bisschen intensiver wird hier. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich mach das mal nach da, so. Okay, einer ist auf jeden Fall am Spawn, so wie es aussah. Nee, sah doch nicht so aus. Lol. Lol, ich dachte. Ah doch, da ist jemand am Spawn. Oh, da sind zwei Teams am Spawn, ich hab's doch gewusst. Auf jeden Fall habe ich 10 Stück, okay. Vielleicht sehen sie mich. Ja, hey, hier, kommt her. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Warum machen die nichts? Ich halt drauf, mein Gott. Hinter mir ist noch einer, lol. Lol, hat er irgendwie gar nichts, oder ist das ein Spectator? Keine Ahnung, ich mach mal ein bisschen Unexpected Fire hier. Wenn die mir mal nachkommen würden, langsam. Okay, der Typ nervt mich ein bisschen. Okay, und Unexpected Fire.
Okay, einer ist reingelaufen. Und ich habe sogar den Spectator gekriegt. Das ist natürlich richtig geil. Oh, komm rein da. Okay, egal. Jolo, ich krieg dich. Oh, easy, free kill. Komm her. Okay, jetzt gehen wir auf den anderen. Oh, nein, er tötet mich. Oh mein Gott, ich habe ihn. Nice, er hatte noch ein Deer. Jetzt kommt der andere wieder. Oh nein, er hat einen Bogen. Oh mein Gott. Okay, ist doch ein bisschen intensiver. Goldapfel essen. So. Dann schießen. Ach man, der Typ soll sich verpissen. Ohne Spaß, der nervt mich. Zack. Zack. Und zack. Haben wir ihn auch noch. Geil. Oh, die hatten Angeln. Die hatten Angeln. Ich will so eine Angel. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir das. Und ich mache jetzt hier einfach das Feuer hin. Und ich hoffe einfach mal, dass keiner kommt. Weil das wäre jetzt richtig uncool, wenn mich jetzt einer da reinschubsen würde. Also, das brauchen wir auch alles nicht. Das brauchen wir nicht. So, das brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Und das. Ja, der Spectator zündet sich hier die ganze Zeit selber an. Ich glaube, es läuft bei ihm. Angel, so, zack, 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 zack. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das Ruheessen brauchen wir auch eigentlich nicht. Ja, ich würde sagen, läuft bei uns jetzt so vom Equip her. So, das ist da. Kann ich das kaputt machen und mir das Dierschwert craften? Ich kann mir sogar fast Eisenschuhe craften. Da bräuchte ich jetzt vielleicht doch noch ein Eisen, aber ich glaube, wir kriegen noch einen. Ein Kill zumindest, hoffe ich mal. Da hinten kommt zum Beispiel jemand, der hat ziemlich gute Ausrüstung. Und da ist schon wieder ein Team. Ich raste aus. Ich raste einfach aus. Wahrscheinlich ist das eh ein Zweier-Hacker-Team, so wie ich den Server kenne. Eigentlich könnte ich jetzt einmal ein bisschen YOLO drauf gehen. Okay, da kommt sein Freund. Und er brennt, und er brennt, und er brennt. Nice. Komm her. Na komm, ich kriege euch beide. Ja, zack, ersten haben wir. Und den anderen kriegen wir auch noch, oder? Kriegen wir den? Erzähl mir nichts, den kriegen wir. Na komm. Komm. Ah, nice, den haben wir auch bekommen. Geil, schon mal zwei Teams zerstört. Und ich glaube, ich nehme die Aufnahme, weil sie irgendwie ganz sexy geworden ist, wenn ihr versteht, was ich meine. So, dann schmeißen wir da nochmal den ganzen Crap weg. Wahrscheinlich sind DM jetzt eh ein Hacker, so wie ich das kenne. Kommt hier jemand? Nein. Und dieser Spectator, ne, er regt mich einfach richtig auf. Ich denke die ganze Zeit, da kommt jemand oder da kommt da einfach keiner. Aber der Spectator steht hier halt schon drum rum. So, ist hier noch irgendwas bei, was wir brauchen könnten? Vielleicht hier vorne noch? Ne, sieht nicht so aus, okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein paar Feuerzeuge. So, hier, wir können uns drei Feuerzeuge machen. Und noch ein paar Pfeile. Oh, warte. Aufsammeln. So, und Pfeile machen. So, zack, zack und zack. Und wir können uns einen Goldapfel machen. Das ist natürlich auch richtig swaggy, einfach einen Goldapfel zu machen. So, dann können wir das tauschen. Das kommt nach da, das kommt nach da. Äpfel brauche ich nicht. So, den Apfel esse ich gleich. Und ich glaube, die Runde könnte auf jeden Fall was werden. Es sei denn, es ist jetzt halt ein Dreierteam im DM oder so. Oder ein Zweierteam. Aber einer von denen ist auf jeden Fall ein richtiger kleiner Bobby. Und der andere ist auch ein richtiger kleiner Bobby. Also dürfte das eigentlich funktionieren. Ich hoffe einfach mal. Der spannt schon mit dem Bogen auf mich. Mal gucken, ob ich ihn treffe. Zack, und blocken. Oh, es hat ein halbes Set Schaden gemacht. Wow. Ich will ihn gar nicht töten. Was, hau ab. Irgendjemand hat mich gebountied. Boah. Okay, ich glaube, der andere verreckt am. Am Dingsbums, am Blitz. Dürfte eigentlich sogar. Oh, er ist da hinten. Und der ist tot. Ja, geil. So. Und der Typ hat's richtig drauf, auf jeden Fall auch. Ich guck mal, ob ich ihn anzünden kann. Oh, zack. Oh, da brennt er. Oh, ich habe ihm gegeben. Ich töte ihn jetzt einfach mit der Hand. Okay, ich glaube, das schaffe ich nicht. Oh, geh mir aus dem Weg. Go out the way, bitch. Vielleicht sollte ich ihn doch einfach töten. Ich glaube, das ist so uncool. Er hat einfach nur eine Holzaxt. Ach nee, doch nicht. Ich dachte gerade schon. So, komm her. Komm her. Lauf über diesen Halbstein. Komm her. Oh Mann. Was macht man jetzt mit so einem Loot im DM? Ich würde sagen, man klatscht ihn mit der Hand tot. Ne? War doch so. Oh, komm schon. Ich will dich mit der Hand töten. Easy, ten hard. Oh. Naja, okay. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die kleine Runde jetzt mal soweit gefallen. Das war jetzt einfach nur, keine Ahnung, weil mir gerade langweilig war und ich irgendwie Bock hatte auf PvP oder so. Und ja, wenn sie euch gefallen hat, dann schreibt mal bitte in die Kommentare Hashtag Highway. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Runde. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.